So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Wir sind unterwegs mit unserem cool ausgerüsteten Hund, um einen Elite-Soldaten aus einer Basis zu retten. Beziehungsweise ihn zu fangen, weil er eigentlich zum Feindesteam noch gehört. Nichtsdestotrotz probieren wir unser Bestes, den natürlich zu retten. Wir machen das Ganze bei Nacht, obwohl das Spiel tagsüber schöner aussieht, aber nachts kann man wesentlich besser schleichen. Und das dient mir ja zum Vorteil, mit meinem schönen Schleichanzug. Da ist unsere, die feindliche Basis. Und irgendwo da drin gibt es einen Soldaten, den ich entführen muss. Wer das Video von Ground Zeroes kennt, es gibt hier ein paar kleinere Unterschiede, obwohl sich das Spiel sehr gleich spielt. So, gucken wir erstmal raus. Und streichen wir natürlich erstmal unseren Hund. Gut, Doc. So. Der ganze Text am Rand ist gerade, weil ein paar Einheiten von mir eine Mission erfüllt haben. Das können wir getrost ignorieren. So, erstmal müssen wir nach vorne zu der Basis. Ich habe eine Betäubungspistole dabei, wie in Ground Zeroes auch. Hab ansonsten noch so ein Schalldämpfergewehr und C4. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall leise vor. Weil wenn wir leise vorgehen, schießen nicht 1000 Leute auf uns. So, da ist ein Schaf. Das kann ich natürlich theoretisch auch betäuben. Und dann zeige ich auch euch, wie ich den Soldaten aus der Basis retten werde. Nämlich so. Tschüss, Schaf. Und dann kommt oben ein Helikopter und holt das Schaf ab. So könnte man Tiere sammeln. Man hat so einen persönlichen Zoo. Man hat so eine Basis. Da sind auch lauter Soldaten angestellt und alles. Und jetzt sind wir im festgelegten Gebiet angekommen. Da, jetzt sagt es mir, dass das Schaf angekommen ist. Kriege ich ein bisschen Geld und so weiter. Beziehungsweise Werte, Punkte, whatever. So, dann gucken wir doch mal. Der hat ja ein lustiges Ding auf dem Kopf. Das habe ich noch nie gesehen. Nachtsichtgerät scheinbar. Oh Gott, die Mission wird ja scheinbar schon schwerer. Der hat auch ein Nachtsichtgerät. Warum haben die jetzt Nachtsichtgeräte? Ach, weil ich schon zu viele rasiert habe scheinbar. Ich muss gucken, bis da so ein blauer Kreis um das rote Dreieck kommt. Bei einem. Den muss ich rausholen. Schätze mal, der wird weiter drin sein. Aber, ich zeige euch noch was Cooleres. Wenn ich nämlich in die Nähe der Basis komme und mein Hund sieht jemanden. Also mein Hund hat ja coole Sinne natürlich, weil er ein Hund ist. Der bellt dann und dann heißt es Feind gefunden. Jetzt sehen wir da ein paar rote Dreiecke. Die genau andersherum markiert sind als meine. Das sind die Leute, die mein Hund gefunden hat. Da rechts sind zwei Leute. Mein Hund entdeckt so ziemlich alle. Okay, da vorne ist ein Wachmann. Huch. Wollte eigentlich den Kopf treffen. Aber gut. Danach beim zweiten Versuch. Ich denke, wir werden jetzt nicht alle ausschalten. Wir werden uns hauptsächlich darauf konzentrieren, mal das Ziel zu finden. Da ist das Ziel. Hund hat gefunden. Schwere dabei ist halt nur, wir müssen durch diesen gesamten Komplex. Ohne entdeckt zu werden. Oh Gott, da hinten hat schon einer mit der Taschenlampe direkt nach uns geguckt. Wir können, wenn wir ganz lustig sind, den Strom der Basis mal kurz ausschalten. Das wird für ein bisschen Chaos sorgen. Wachen sind zwar jetzt aufmerksamer, aber vielleicht haben wir jetzt dadurch auch eine Gelegenheit, uns hier schön reinzuschleichen. Das war knapp. Nee, meine ich mich. Oder? Warum habe ich so viele Sichtsymbole auf mir? So, den haben wir erstmal ausgeschalten. Dann schalten wir den aus. Dann schalten wir dich aus. Jetzt nachladen.
Ich sehe nicht mal deinen Kopf. Hör auf mich zu sehen. Oh Gott. Ihr hetzt mich hier aber durch. Ich frag mal nicht, warum der Hund nicht entdeckt wird. Mein Hund schneidet dem mal kurz die Kehle durch. Bin zwar eigentlich gegen Töten, aber... der stand gerade sehr dumm. Ich hätte mir auch klopfen können, dass er herkommt. So, da ist unser Ziel. In dem Gebäude scheinbar. Und die Soldaten unten schlafen größtenteils. Unser Ziel ist genau auf der anderen Seite eigentlich des Gebäudes. Da drin. So, ich sag mal meinem Hund, dass er den Typen da draußen töten soll mit dem Schild. So, nice. Okay, ich hab unser Ziel. Ich hab das Ziel. Ich muss ihn nur kurz K.O. schlagen. Okay, okay. Jetzt rasten alle aus. Was mache ich? Den mal kurz hinlegen. Nein, hör auf, alles aufzuheben! Leg den Typen hin! Ah, erst hinlegen, aber hier liegen so viele Sachen drin, dass ich ihn nicht hinlegen kann. Okay, da ist mein Gewehr. Warte mal, wir haben ja 3 Granaten. So. Jetzt haben wir dich. Ich werf dich mal rüber. Danke. Komm, lauf, lauf, lauf. Nice. Der soll im besten Fall nicht angeschossen werden. Jetzt rennen wir einfach. Ah, Hundi ist auch dabei. Nice. Okay. Oh, da liegt noch ein Diamant. Den muss ich holen. Warte, ducken. Hinlegen. Luftballon. So, da ist die Einheit, die wir hier klauen müssen. Sind außer Reichweite. Nice. Mission erfolgreich. Genau, so ist die Mission abgeschlossen. Also hier kriegt man keinen Rang bei den Nebenmissionen, die ich gerade mache. Aber ich mache die ziemlich gerne. Besonders, weil die halt gut Punkte geben und weil man neue Einheiten für seine Basis bekommt. Ich zeige euch mal das ganze Menü kurz. So, hier hat man sein Motherbase-Menü. Da hat man seine Personalverwaltung. Hier seht ihr ganz viele Leute aufgelistet. Die Namen und so weiter sind alle egal. Man kann hier durchblättern. Oben links seht ihr Kampfeinheit gerade stehen. Das ist halt die Kampfeinheit, die ist Level 16. Dann mein Entwicklungsteam, Level 15 und so weiter. Basisentwicklungseinheit, Unterstützungseinheit, Informationsteam. Da habe ich Hideo Kojima. Sanitätsteam. Und das andere sind nur so andere Auflistungen. Aber das sind die ganzen Teams, die ich habe. Und jedes hat eine eigene Zuordnung, was es halt für mich tut. Das Informationsteam deckt zum Beispiel Feinde in meiner Umgebung auch für mich auf, dass ich die auf der Karte sehe. Und ich werde erstmal noch weiter von dieser Kackbasis wegrennen. Beziehungsweise, sobald man das fertig hat, kann man auch auf Escape zurück zur Luftkommandozentrale. Also bin ich wieder im Helikopter. Man kann auch den Helikopter rufen und einsteigen und so weiter, aber es dauert halt alles ewig. Deswegen über Escape ist das der schnellste Weg. Mal kurzer Profi-Tipp hier. So, ist man direkt wieder im Helikopter. Natürlich auch mit seinem Hund. Hund? Da. Der hechelt sich und kratzt sich. Genau. Ich habe noch Leute losgeschickt, da kriege ich hier ein paar Belohnungen, die kann ich mir gleich... Oh, ein bisschen viel. Einfach alle Belohnungen kurz mal annehmen. Aber ein bisschen durchklicken. Ja, ich habe wieder 1 Million GMP, das ist nice. Ein paar neue Arbeiter auch dabei und ganz viele Ressourcen und so weiter. So. Kriege ich nochmal einen Bericht, wen ich jetzt alles neu bekommen habe.
8 Rang C-Soldaten, 11 Rang C-Soldaten. Okay. Na, ist das meine Basis? Battle, Chick Battle. In Pink. Ich hab's einfach aus Jux geändert, mal. Aber weil ich die schwulste Basis der Galaxie haben wollte und das hat funktioniert. Ich spiel's ja momentan so, dass Chessie mir bei den Hauptmissionen meistens zuguckt und Chessie mag Pink. Dann habe ich die Basis halt einfach pink gemacht. Genau, man kann hier seine Basis noch weiter ausbauen. Dass seine Kampfeinheiten besser werden oder dass das Entwicklungsteam besser wird. Mein Entwicklungsteam ist fast voll, das verbessere ich mal nochmal. So, das dauert jetzt 2 Stunden Spielzeit. Also, das 2 Stunden wirklich spielen muss ich, bis es fertig ist. Hier habe ich meine Missionsliste. Da sind meine Missionen, die ich bisher gemacht habe. 10 Stück. Alle mit Rang S, bis auf die letzten beiden. Weil die beide kacke sind. Ja. Nebenoperation, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Das haben wir gerade geschafft. Holen Sie Elite-Soldat raus 04. Die Elite-Soldat rausholen Missionen waren bisher alle ziemlich eklig, aber haben wir ja geschafft. Und alle, die einen Haken dran haben, haben wir schon geschafft. Also heißt, ich habe gerade nur noch eine normale, 3 Zielübungen und eine spezielle, wo ich noch nicht hinkomme. Glaube ich, da muss ich erst mit der Story weiterspielen. Aber es ist ein wichtiger, ist eine wichtige Nebenoperation. Genau. Externe Aufträge ist, da kann ich mein Personal losschicken. Da ist es alles sehr textlastig hier im Spiel. Muss man schon sagen. Da sage ich hier, ja, die Mission will ich machen. Oben rechts steht, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit. Da kann ich sogar fast meine schwächsten Soldaten losschicken. Die Zeit davon wird ja nicht verändert, je nachdem, ne? Nö. Genau, 95% wahrscheinlicher Erfolg. Und die Mission kann ich auch gleichzeitig noch mitmachen. Auch wieder mit C bis E Soldaten. Zack. Genau. Ich kann, glaube ich, nur 2 losschicken gleichzeitig. Genau. Weil ich noch nicht das Gebäude weit ausgebaut habe. Würde ich jetzt hier bei der Basiseinrichtung die Kampfeinheitenplattform weiter ausbauen, dann könnte ich vielleicht mehr losschicken. Wir fliegen jetzt einfach mal zu Mother Base. Zurück zu Mother Base. Auf der Kommandoplattform. So, es könnte sein, dass eine Cutscene kommt, weil ich lange nicht mehr dort war. Zum Beispiel den Hund, den ich dabei habe, habe ich als Welpen gefunden. Und später, als ich hier zu Mother Base zurückkam, war er halt fertig ausgebildet als Gehilfe für mich. Aber sieht alles richtig aus. Oh mein Gott, ich bin in meinem Kopf. Ah! Da ist meine riesige pinke Mother Base. Die Farbe davon kann ich auch in der Luftkommandozentrale jederzeit ändern. Man kann auch Kassetten festlegen, dass dann bestimmte Musik spielt, während man landet. Ich habe normalerweise Take On Me von A-ha laufen. Aber weil YouTube ja Copyright-Probleme mit jedem Scheiß hat, habe ich mal die Musikkassette rausgemacht. Normalerweise jedes Mal, wenn mein Helikopter landet oder mich wohin bringt, läuft dieses Lied, was ziemlich, ziemlich cool ist. Da sind meine Soldaten, die mich freudig empfangen. So, guck. Das Coolste an denen ist, die bedanken sich, wenn ich sie schlage. Warte mal, fragen wir ihn mal. Okay. Danke für den Tipp. Ich gebe mir einfach einen Spieltipp. Jetzt hebt er seine Waffe auf und dann sagt er gleich wahrscheinlich Danke. Sag Danke! Okay. Moral hat sich erhöht. Ja, also die Leute haben kein Problem damit, dass ich sie schlage. Die freuen sich da eher nur. Das Ganze hier ist meine Basis. Anfangs war es nur diese erste Plattform, die noch ein bisschen kleiner war. Und jetzt hier sehen wir ja, dass da hinten überall noch Gebäude sind. Ich glaube, das ist meine Medizinstation. Und, boah Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es alles erklären soll. So. Die Soldaten unterhalten sich auch und hier kann man auch einiges Zeug finden und machen und so. Aber hauptsächlich dient es nur so als Basis, wo man ein bisschen Spaß haben kann. Da ist auch mein Logo, was ich entworfen habe, mit dem Einhorn. Kommando Plattform 2, Deck. Der Container ist
filled with raw materials. Looks like they're using those colored bands on the outside to tell the contents apart. Whatever's in them, they'll come in handy somehow for Diamond Dogs. Ja, aber es sind meine Container, deswegen brauche ich die ja nicht zu entführen. Wollte ich hier irgendwas zeigen? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte einfach nur die Motherbase dann mal selber gezeigt haben. Was ich dadurch jetzt getan habe, dass ich hier rumlaufe. Und wir können... Gab es hier nicht irgendwo Autos? Um von Plattform zu fahren? Ja, ich glaube, er ist da drüben. Dann gucken wir doch mal auf eine andere Plattform rüber. Wenn wir schon hier sind. Dann kann ich ja wenigstens mal sehen, wie der Hund ins Auto einsteigt. Ich habe bisher noch kein Auto gefunden, wo ich mit D-Dog unterwegs war. Wie der Hund heißt. Oh, er ist stehen geblieben. D-Dog. Ja, dann fahre ich halt zu ihm hin. Huch. Ja, ja, Auto fahren. Kann ich gut. Nein, nein, rufen. Was machst du? Du musst einsteigen. Warte. Vielleicht steigt er ein, wenn ich mit hier so einsteige. Nein? Ich weiß, dass er einsteigen kann, aber vielleicht nur im offenen Gelände oder so. Vielleicht will er in der Basis einfach nicht Auto fahren. Na gut, dann halt nicht. Dann fahre ich halt alleine. Kein Problem, Mr. Hund. Ich habe mich selber hier noch nie umgeguckt. Weil die Basis sich einfach so schnell entwickelt hat, dass ich, keine Ahnung, kam ich nicht mit. War mir zu viel. Aber ja, sie ist recht groß. Besonders mit sehr vielen langen Brücken. Ich weiß gar nicht, warum die Gebäude nicht einfach näher beieinander gebaut werden. Ich meine, vielleicht werden die noch so groß, die Plattform. Die müsste aber schon arg groß werden, dass das Sinn ergibt. Oder wir markieren gerne unser Gebiet. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall habe ich sehr fleißige Arbeiter, die mir so eine riesige pinke Basis hier hingebaut haben. Ich weiß nicht, ob ich unter jemanden arbeiten würde, der auf einmal eine pinke Basis bauen will. Oh, ich sag's für morgens. Nice. Wir können ja gleich noch eine zweite Nebenmission machen. Ich wollte nur kurz mal hier die Basis so kurz betrachten. Und ja, ich habe mein Informationsteam sagt mir, glaube ich, auch, wann welches Wetter kommt. Und wann die Sonne aufgeht und so weiter. Weil ich ja keine Uhr habe, scheinbar. Ah ja, wo bin ich denn hier gelandet? Kampfeinheitsplattform. Ah ja, hoch. Hallo, Soldaten. Für jeden Soldaten, an dem ich vorbeilaufe, erhöht sich die Moral in der Basis. Was auch noch ziemlich cool ist. Ah, da gibt's nichts. Es gibt hier auch so versteckte Diamanten in der Basis, deswegen es sich lohnen könnte, sich hier so mal ein bisschen umzusehen. Ich will aber gerade einfach mal nur irgendwo hochklettern. Oder wir können eine Schussübung machen. Die ist ja auch hier gerade über uns. Ah, da ist ein Diamant. Moment. Die geben GMP-Punkte, mit denen man alles kauft und entwickelt. Kann ja kurz mal ins Entwicklungsmenü gehen. Da. Hier wird mir erstmal angezeigt, alles, was ich mir leisten kann, zu entwickeln. Kann ich mir solche C4-Minen, also solche Reinlaufminen, einen Karton, eine Attrappe, ein Schild und so weiter und ein paar Waffen. Kann ich alles entwickeln, wenn ich möchte, brauche ich aber gerade alles nicht. Das letzte Mal, wo ich einfach alles entwickelt habe, war mein Geld nur ziemlich schnell leer. So, machen wir doch mal die Schießübung. Darf ich auch mit der anderen Waffe spielen? Nein. Okay. Zack. 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 Nachladen. Halt, da sind noch zwei. Oh Gott. Da sind noch drei.
Da habe ich diese scheiß Schnur einfach erwischt. So dick ist die auch nicht. Das erwischt. 5 Ziele noch. Oh, oh. Fuck. Ja gut, wenn man nicht weiß, wo die Ziele sind, ne? Wo geht's hoch? Da. Hilfe! Der Commander weiß nicht, wo lang. Okay. 3 Minuten hatte ich noch Zeit, also... Ich habe mir unnötig Stress gemacht, aber... Ja. Cool. Haben wir eine Zielübung auch abgeschlossen. Und da liegt jemand. Da ist eine verschlossene Tür. Zack. Kann ich den einfach darüber werfen? Nein. Doch, kann ich. Nice! Wurf! Gut, dann rufen wir mal kurz den Helikopter schon mal. Zack. Aua. Sollten nicht zu tief springen, sonst sterben wir. So. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Huch, nicht in Deckung gehen, Snake. Rüber! Jo. Oh. Okay, nice. Es war noch kurz wichtig. Die Diamanten muss ich ja mitnehmen. Und weiter. Ach, da ist mein Hundi auf einmal wieder. Achso, mit Leertaste kann man eine andere Landezone hier auswählen. Aber wenn man einfach wartet, dann fliegt er Richtung Himmel. Tschüss, Basis. Huch. Ach, guck mal, da hinten ist der, den ich runtergeworfen habe. Jetzt ist er wieder aufgewacht und geht zu seinem Posten zurück. Er hat mir sein Leben vertraut und ich habe ihn nicht umgebracht. Ich hatte kurz Angst, ihn umzubringen. Aber gut, dass ich so weit werfe. Oh, wir sind ziemlich dreckig, wir hätten duschen sollen. Es gibt so eine kleine Duschkabine auch in der Basis. So. Befehl bellen für die Doc ist jetzt verfügbar. Oh. Wahrscheinlich, weil er mich jetzt mehr mag, weil ich ihn ein paar Mal gestreichelt habe oder so. Cool. So. Bei der Basiseinrichtung kann man das nicht einstellen. Wo war das denn? Anpassen. Ah ja, da guckt, da kann man die Grundfarbe von seiner Basis ändern. Vielleicht schaltet man später noch mehr Farben frei, aber so kann meine Basis jetzt auch zum Beispiel rot sein, wenn ich möchte. Zack. Jetzt ist meine Basis rot. Und mein Emblem kann ich auch jederzeit anpassen. Da können wir uns auch irgendwas Cooleres mal basteln. Das Menü leckt aber unendlich. Ich weiß nicht warum, aber ihr seht ja schon... Special. Oh, guck mal, ein Gesichtsfelsen. Ein Snake. Und eine komische Blume. Boah, Alter, das leckt so sehr, dieses Menü. Jetzt ist sogar festgefroren. Ich kann nicht mehr W drücken. Ich kann nur noch S drücken. Ah, jetzt. So. So. Und jetzt ändern wir einfach das Wort zu einem anderen. Codename. Normal. Ihr seht schon, oh Gott, es leckt so sehr. Battle Battle. Black Battle. Blue Battle. Boy Battle. Box Battle. Und zack. Jetzt heißt meine Basis Box Battle. Und man merkt nichts mehr davon. Außer mein Helikopter, der ist noch pink.
Dessen Farbe kann man auch anpassen. 12 FPS habe ich auch gerade. Dieses Emblemmenü tötet alles. Aber jetzt geht's wieder. Hubschrauber kann man da scheinbar auch mehrere freischalten und Waffen noch und so weiter. Habe ich alles noch nicht. Kann nur die Farbe anpassen. Was, wo man eigentlich sagen muss, dass der goldene Helikopter schon ziemlich edel ist. Und der silberne. Kann man auch ziemlich krass einfach so ein schön knalliges Rot. Oder einfach solche Muster. Aber es gibt auch Muster zur Auswahl. Kann ich auch einen Zebra-Helikopter oder so haben. Oder so ein. Bin ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sicher, was für ein Helikopter ich möchte. Golden ist schon ziemlich krass, aber zu auffällig. Nehmen wir mal den roten. So, jetzt habe ich einen roten Helikopter. Dann... Ah ja, die Basis wird fertiggestellt. Kann ich noch Basiseinrichtung irgendwas entwickeln? Ne, macht es noch 1,5 Stunden. Okay, dann ist irgendwas anderes fertig entwickelt. Ja, eine der Missionen ist fertig, die ich losgeschickt habe. Krieg ich wieder einen Soldat. Kann ich hier auch gleich nochmal gucken, ob ich jetzt wieder welche losschicke. Ressourcensammlung. Ah, rette mal ein paar Einheiten. Zack. Dann gehen wir jetzt selber Nebenoperationen. Gucken wir eine, die keinen Haken drin hat. Eliminieren Sie schwere Infanterie 02. Okay. Machen wir die Landingzone direkt daneben. Zack, landen wir dort. Dann fragt es mich, ob ich Upgrades mitnehmen möchte. Nein. So, da ist das Menü. Da hinten ist unser Helikopter. Ausrüstung kann man wählen. Alles, was man möchte. Wir nehmen eine Nebenwaffe. Nämlich einen schweren Raketenwerfer. So, das kostet zwar alles Geld, aber ich habe gerade ja wieder ein bisschen was. Unterstützungswaffen habe ich C4. Da nehme ich aber das stärkere. Ich habe ja nämlich jetzt 1 Stern C4. Jetzt 2 Stern C4. So. Das ist nämlich ein bisschen stärker. Gegenstände kann ich auch mal den Wüstenkarton mitnehmen. Damit ihr den Karton natürlich seht, der bei jedem Snake-Spiel dabei sein muss. Da kann ich die Dog oder die Horse auswählen. Und da kann ich den Hund auch ohne die Rüstung haben. So sieht er normal aus und es gibt halt die Schleichrüstung mit Messer. Da kriegt er den Befehl, dass er Leute töten kann. Da zieht er dieses Seitenmesser daraus, was ihr seht. Was ziemlich cool ist für einen Hund. Fahrzeuge gibt es auch, aber habe ich noch keine. Charakter kann ich auch als jeder Mitarbeiter meiner Basis spielen. Also wenn ich irgendeinen besonders cool finde, kann ich den der Kampfeinheit zuteilen und als den spielen. Wenn ich jetzt meine, ich bin Biting Bat, könnte ich als Biting Bat spielen. Was ganz cool ist, aber ich spiele lieber als Snake. Und durchs Hin- und Herwechseln wird Snake sauber. Kopfoptionen gibt es auch, aber einen Hut habe ich leider bisher noch nicht freigeschalten. Sonst würde ich mit dem... Vielleicht krieg ich... Gibt's einen, boah, wenn es einen Zylinder gibt, ich wäre so glücklich. Also man kann es dem Spiel zutrauen. Das Spiel ist halt, ja, manchmal etwas dämlich. So, dann kann man Starten auswählen. Da steht jetzt auch Box Battle schön im Hintergrund. Oh, und dann kann man noch Zeitpunkt festlegen. Wir machen jetzt einfach mal morgen, weil wir eh einen Panzer zerstören müssen. Und ich gewappnet bin. Hab zwar kein cooles Gewehr dabei, sondern noch das Start-MG. Aber wird ja passen. Wird schon passen. Irgendwie kriegen wir alles kaputt. Leertaste. Ich trinke mal gerne einen Schluck, während es geht. 6.05 Uhr, Afghanistan, Norden von Kabul. Es gibt noch ein anderes Gebiet außer Afghanistan, aber da muss man sich halt erst von der Story her hinspielen. Und das habe ich noch nicht gemacht. Weil ich irgendwie die ganzen Nebenmissionen so richtig gerne mache. Weil ich einfach das Spielprinzip an sich mag, mit den ganzen Basen und Erkunden und Einheiten gefangen nehmen, damit man sie für seine eigene Basis hat. Man kann hier übrigens auch so ein MG ausklappen und dann einfach wie wild in die Basis ballern, aber das wollen wir ja nicht. Was? In die Basis, in die Landschaft meine ich. Ballern, aber das will ich ja nicht. Dann gibt ja auch noch diese Sniperin Quiet, die soll hier irgendwo rumrennen in der Wüste, aber die habe ich bisher noch nicht gefunden. Erste Mal, dass ich einen Raketenwerfer dabei habe. Von mir aus. In einer Mission hat man einen bekommen. Aber der... So, wo ist denn unser Ziel? Hinter uns. Zack, zack. 7 Schuss habe ich. Oh, der hat sogar 3-mal Zoom. Cool. Nebenoperation. Eliminieren Sie das feindliche Ziel. Okay. Besteht meistens aus einem Fahrzeug und ein paar Infanterietruppen.
Da vorne sind ein paar Feinde. So, die beiden gehören zu der feindlichen Einheit, die ich ausschalten muss. Die da unten nicht. Das sind aber nur irgendwelche Dödel, die da unten rumlaufen. Eigentlich sollte der zusammenbrechen. Weil ich beide mit einem Betäubungsschuss getroffen habe. Aber ich weiß nicht, ob ihre Panzerung zu dick ist, dass das überhaupt wirkt. Auf jeden Fall kommt der verdammt nah. Ich glaube, das wirkt vielleicht doch nicht. Kann immer ein bisschen dauern. Wenn man nicht den Kopf trifft, dauert das immer ewig, bis die Munition wirkt. Auf den Hund reagieren die nicht, Gott sei Dank. Okay. Dämlich. Ich wollte von hinten dran laufen, dass er das Snake so Freeze sagt, aber es hat nicht funktioniert. Das habe ich noch nie groß getestet. Kann ich das aufheben? Cool, schweres. Okay. Da gehen die da unten direkt an den Mörser, weißt du? Da kann ich mich genauso wehren. Ach, ich muss nur echt nur zwei Leute ausschalten. So, ist mir egal. Wenn ihr mit scheiß Mörser nach mir schießt, kriegt ihr Raketen ab. So. Holy shit. Es waren echt nur zwei gepanzerte Einheiten. Normalerweise waren immer ein Panzer dabei. Ich habe mich gerade voll gefreut, einen Panzer zerstören zu dürfen. Ja, ja, die habe ich schon 100 Mal aufgehoben. Ja? Hat er sich hier unten verkrümmelt, der Typ mit seiner dicken Rüstung? Ja, er hier. Profi. Du warst gut. Auch wenn du fast in Gefahr geraten wärst wegen mir. So, das kann ich auch klauen. Und das da auf dem Tisch kann ich auch mitnehmen. Das ist einfach Munition und Material. Nice. Dann hat man so eine kleine... Das war jetzt eine sehr kleine Nebenmission. Machen wir noch eine. Holen wir kurz mal die Belohnung ab von der einen Mission. Zack. Wir haben neues Mod. Neue Typis bekommen. Nice. Und jetzt machen wir einfach zurück zur Luftkonzentrale da. Luftkommandozentrale. Sagt uns nochmal kurz alles an, was wir gerade aufgesammelt haben. Minimaler Ladebildschirm. Ja, ich kann meine Prothese verbessern, dass die Feinde in der Nähe aufdeckt. Da, aktives Sonar. Weil? Einfach so. Meine Teams haben ein passendes Level auf jeden Fall. Ja, entwickle ich mal. Muss ich ja nicht ausrüsten. So, ich kam gar nicht dazu, die Kiste zu benutzen, fällt mir gerade ein. Habe ich voll verpeilt. So, man kann Nebenoperationen auch wiederholen, wenn sie so weiß markiert sind. Will ich ja aber nicht. Vielleicht doch. Okay, hier habe ich Zielübungen auf allen Plattformen, die sind mir egal. Dann wiederholen wir eine, aber ich will nicht... Die einzige, die Geld bringt, ist die ich schon gemacht habe. Toll. Retten wir Elite-Soldaten. Was haben wir? Haben wir irgendwas mit Panzer zerstören? Okay. Please select
Dann landen wir da. Oh, da. Nice. So. Ausrüstung wählen. Gegenstände. Nee, Unterstützungs... Warte, erstmal Hauptwaffen. Du kommst weg. So. Nebenwaffen. Betäubungsarm. Goldarm. Was ist das? Elektrischer Schlag mit Megavolt. Wie sieht der Betäubungsarm aus? Ach, der ist gelb. Okay. Nö, ich nehme meinen Goldarm. Ach so, und das Sonar und das, die Beweglichkeit plus 1 ist automatisch drauf. Okay. Dann ist ja gut, dann muss ich das nicht mal... Ach, dann kostet das nicht mal extra. Ist ja schön. Dann starten wir einfach direkt durch. Abends. So, jetzt können wir uns mal schön in eine Basis reinschleichen. Und ich zeige das Coolste an der Kiste. Die Kiste ist nämlich ziemlich cool in dem Spiel. Ziemlich, ziemlich cool. Aber erstmal kurz mal wieder hinfliegen. Oh, ich habe ein bisschen Blut im Gesicht. Kommt vielleicht davon, dass ich dem Typen einfach vor mir genau reingeballert habe. Zack. Hallo, Wuffi. Ja, bist du süß. Ja, bist du süß. Oh, vielleicht scheinbar doch nicht. Ich muss ja die Tür. Moment. Ja. Tür offen. Hallo, ist hier Post? Nein. Natürlich nicht. Landschaft. Ruhe. Es nervt ehrlich gesagt nicht mal, ständig immer so hinfliegen zu müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute nervt. Aber es geht diese kurze Landesequenz. Es ist halt einfach ziemlich cool, auch nach dem 100. Mal. So, Mr. D-Dog. Wo ist unser Ziel? Warum habe ich da eine A-Markierung? Okay. Guck mal, Marker placed. Da ist ein feindliches Fahrzeug. Könnte ich abballern, will ich aber natürlich nicht. Das Schaf nehmen wir mal mit. Warum sind die angehalten? Keine Ahnung. Vielleicht haben die ein Tier von der Straße gescheucht. Wir holen jetzt den Elite-Soldaten raus. Ist es wieder die Mission? Ach, die ist eh einfach. Habe ich einen Dover ausgewählt. Die habe ich schon mal gemacht. Dem kam ich schon einmal von vorne entgegen. Das ist ein Scharfschütze, der da oben auf dem Hügel ist. Oh, beim letzten Mal hatte ich aber keine Verstärkung. Ah gut, beim letzten Mal hat er mich auch Feuer entdeckt. Vielleicht ist die Verstärkung dann einfach zu mir runtergelaufen. Nice. Das war doch eine schön erledigte Mission. Was hast du denn für Stats? Ein C, okay. Habt ihr irgendwas Cooles? Oh, B. Ui, die Einheit nehme ich gerne mit. Und was kannst du? D? D? Geh sterben! Feiner Hund. Vogel. Es gibt so eine Tierplattform, da sammelt man alle Tiere, die man einsammelt. Und da gibt es auch einen Vogelkäfig. Da habe ich zwar bisher nur Raben drin. Naja. Da ist jetzt eine Sniper. Kann ich halt einfach mitnehmen. Geht nicht mehr Fachzoom, aber der Raketenwerfer, okay. Und endlich ist eine große Basis.
Wenn ich mal irgendwann eine coole Mission noch mal mache, kann ich auf jeden Fall mehr aufnehmen. Aber ich würde sagen, das war's dann mit Metal Gear. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich den Vogel abschieße. Oh, das wäre auch ein Wunder, hätte ich den getroffen. Komm schon, Birdie. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich kann doch nicht die Kugelgeschwindigkeit mitberechnen bei einem Vogel. Flieg nochmal so schön gerade. Okay, Munition leer. Die da hinten rasten vollkommen aus. Wir werden beschossen mit Schalldämpfer. Hä, ich habe keinen Schalldämpfer. Ich bin nur einfach weit weg. Noobs. Na gut. Dann war's das und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmermann. Tschüss. Ah, nee, wartet. Karton aufstehen. Karton sprinten. Und Karton rutschen. Hui. Oh, irgendwie ein bisschen seltsam gerutscht, aber Karton rutschen. Hui. Das ist das Coolste, was der Karton kann. Man kann sich sonst drunter verstecken, kann sich hinlegen und, glaube ich, auch irgendwie rückwärts rauskrabbeln. Aber ich weiß nicht wie. Das habe ich bisher noch nicht gecheckt. Auf jeden Fall kann man auch rausbrechen. Irgendwie kann man den liegen lassen. Mein Wagen. Ich bin Fracht. Ach, darf man hier oben gar nicht? Doch jetzt. Ich bin Fracht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich am Ziel angekommen bin. Bis dann. Tschüss.